sollte mir einen Katzenskin machen. Oh, das wäre eine coole Idee. Das könnte ich echt machen. Kann von euch einen Minecraft-Skin erstellen? Ich kann das nämlich nicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jumpliagur Minecraft PvP, wollte ich sagen, Hust. Nun, Jumpliagur spreche ich nicht so aus, weil es German Let's Play so ausspricht, sondern zufällig. Ich habe es mir einfach so angewöhnt. Vielleicht kommt es daher, dass German Let's Play das auch so ausspricht, aber ich weiß nicht, ob es wirklich daher kommt. Naja, was wollte ich noch sagen? In letzter Zeit habe ich ja, ich weiß nicht, wie die Folgen ankommen, weil heute ist der, um euch das mal zu sagen, 18.02. Diese Folge kommt wahrscheinlich Ende des Monats oder vielleicht schon nächsten Monat, ich weiß es nicht. Aber, da ist ein Affe in einem Hasenkostüm. Hallo. Oder im Walkostüm? Nein, da hat ein Puschel hinten. Also, dieses Modul mag ich nicht. Aber gut. Also wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie die Folgen ankommen, aber ich habe ja eine Art neue Show entwickelt. Nämlich das beste Team oder das beste Team in Minecraft. Ich weiß nicht mehr, wie Team. Ich weiß nicht mehr, wie ich es genannt habe. Und ja, was soll ich dazu sagen? Oh komm, dieses Modul, das hatte ich jetzt schon dreimal hintereinander. Ich nehme diese Folge im Akkord auf zu der anderen, weil ich einfach richtig Bock habe. Das ist jetzt die dritte Runde, die ich für heute spiele. Also, wenn ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, da kommen zwei Folgen drin vor und die habe ich hier vorgespielt. Warte mal, was war das? Und habe ich mir das nur eingebildet oder war da wirklich gerade einer? Da werde ich jetzt bestimmt wieder was reinschneiden. Und da habe ich schon wieder geleckt. Ich habe das letzte Mal auch an dieser gleichen Stelle geleckt. Na, schaut euch mal die Folge an, dann wisst ihr, was ich rede. So, da habe ich es geschafft. Oh. Aber gut, ich will jetzt nicht alles auf Lex schieben. Weil ich bin einfach nur Schleiße. Sei bitte Schleiße. Dankeschön. Ich möchte hier nicht konzentrieren. Warum redet ihr auch mich die ganze Zeit zu mit euren Kommentaren? Während ich spiele, das ist ja nicht schön. Nein, Spaß. Schreibt, wenn es geht, sogar noch mehr Kommentare. Ich liebe Kommentare. Und schreibe auch sehr gerne zurück. Das haben schon die meisten meiner Abonnenten am eigenen Leib erleben dürfen. Ich weiß gar nicht, ob das alles meine Abonnenten sind, aber es haben schon... Also jetzt reicht's so langsam. Ich war auf dem zweiten Platz beim Jumpen und jetzt liefere ich hier nur so einen riesigen Haufen Kacke ab. Was geht ab? Das ist ja überhaupt nicht, um es jetzt mal in meinen Worten zu sagen, wie in den tausend anderen Folgen, überhaupt nicht nice. Alter, jetzt raste ich gleich aus. Und je nachdem, wie diese Runde läuft, kommt noch eine Folge hinten dran. Aber ich glaube, ich nehme diese Folge gar nicht. Weil irgendwie ist die Kacke. Oh, endlich. Wow, soll ich jetzt applaudieren, dass ich das dritte Modul gepackt habe? Und fast auf dem letzten Platz bin und hier jetzt beim vierten Modul noch absahne. Ich wollte jetzt nicht wieder das gleiche Wort sagen und mir ist kein Schlimmes eingefallen. So, warte mal. Bitte warte kurz. Ich
Mein Aufregen kommt gleich! Ah! Ich weiß gar nicht, wie sich das anhört. Ich hab mir so eine Stelle noch nie genommen und angehört. Ganz ruhig. Dieses Modul ist eins. Das könnte man eigentlich auch schon als normal ansehen. Warte mal, ganz ruhig. Ich hab's. Nein, hab ich doch nicht. Ich hab's endlich. Da werde ich auch so viel schneiden. Und was bekomme ich hier? Drei. Das haben die mit dem Gold geändert, oder? Man bekommt viel mehr Gold. Das bringt mir zwar nichts, 5 Gold, ich habe sowieso einen Helm. Oh, und das Minecraft-Modul als 5. Modul, das mag ich. Zack, da habe ich das Modul geschafft, endlich. Wie war das? Ich mag es gleich nicht mehr, würde ich sagen. Oh, doch, ich habe es geschafft. Also so gut wie. Noch nicht komplett, aber... So gut wie. Ja, und jetzt kann ich schon mal euch Lebewohl sagen, denn dieses Modul ist der größte Kackhaufen in diesem Universum, den ich kenne. Ich hänge an der Leiter, krabbel sogar schon hoch. Und dann falle ich einfach runter. Was hat sich Minecraft-Entwickler... nicht Steve Jobs. Minecraft-Entwickler Notch dabei gedacht, solche Jump'n'Runs überhaupt möglich zu machen. Ja, nein, ich liebe Jump'n'Run mehr oder weniger. Aber ich hasse Leitern. Es gibt nichts. Und ich hasse das Sneaken. Hallo, was ist los? So, jetzt habe ich das. Okay, ich habe ein Eisen. Es bringt mir mehr oder weniger nichts, weil ich habe keinen Flint. Yay. Jetzt nehme ich die Kekse in die Hand, die sind nämlich das Geilste, was man hier bekommen kann. Und ich hab's. Oh. Ich dachte, das habe ich echt noch nie gepackt, dieses Modul. Und dieses Modul, das packe ich locker. Wenn ich nicht so einen Kack mache, wie einfach mal spontan zu denken, ja, brauche ich doch nicht. So, zack. Oder mal auf der Sneaken-Taste sitzen bleibe. Komm, jetzt entspanne ich mich nochmal. So schön im Wellness-Club. Ah. Wart ihr schon mal beim Wellness? Ich hab sozusagen Freikarten für demnächst mal ins Wellness, also zum Geburtstag bekommen. Oder mehr oder weniger zu Weihnachten, ich hab's nicht geschafft. Wie kann man denn über einen Checkpoint drüber springen? Wie schlecht muss man sein? Bei so einem verkackt einfachen Modul auch noch. Oh Gott. Ich hätte noch zur Kiste kommen. Ich habe noch nicht mal ein gutes Schwert. So, jetzt erstmal schön schnell anziehen. Hallo? Okay, gut, da kämpfen sie. Da staube ich schön ab. Oh, guck mal da. Nein, ich habe mein Schwert weggeschmissen. Oh.
Das wäre nicht gut gegangen. Okay, den hab ich. Oh, ein Keks essen. Zur Entspannung. Na, da ist er wieder. Da ist er wieder. Okay, den... Au. Dem sollte ich besser nicht entgegenkommen. So, jetzt kämpft ihr mal da. Okay, den habe ich und den hole ich mir. Wie viel Leben hatte der denn? Was? Ich habe nichts... Ich habe nichts genommen. Super Sache. Das nenne ich stylisch. Okay, was ist... Was geht bei dir ab? Was geht bei dir, Junge? Aua. Ich gehe erstmal ein wenig baden. So, du bleibst mal schön da. Ich verpiesel mich etwas hier. Es ist ein wenig zu warm für mich. Dankeschön. So, ihr kämpft mal da hinten. Ich nehme ein Hühnchen zu mir und lass euch dann recken. So, zack. Zack und... Nein, den letzten Schuss verdaselt. Ah, wir sind nur noch zu dritt. Gut zu wissen. Und ich bin scheinbar der Außenseiter. Der Schlechte. Ja, nice. Und ich hab's wieder gesagt. Der Willi hat noch drei... Da unten ist er. Dem zeigen wir mal Manieren. Ja, genau, so geht das mit den Manieren zeigen. Richtig. Oh, ich dachte schon, ich wäre des Todes. So, jetzt fange ich dich mal ab. Warum willst du auf mich? Dieser Willi. Oder wie auch immer der heißt. Hat doch viel mehr Leben als du. Verbünde dich doch mit mir, dann hättest du gewonnen, aber nein. Okay, das war eine sehr schlechte Runde, deswegen... So sieht man sich in der zweiten Runde von Jump League wieder. Jump for Diver League. Jump? Ne, ja, egal. Oh, guck mal, wie ich neu... Ich habe einen neuen Skin. Wow, da, guck mal. Ja, ist gut. Das Oreo-Modul, das ist doch ein schöner Start in diese Folge. Und ich würde sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge oder zu der zweiten Folge. Ich glaube, die andere habe ich irgendwie davor geschnitten. Und dieses Modul kann gut laufen, muss es aber nicht und es läuft gerade überhaupt nicht schön. Ja, ich sag doch, das läuft mal... Mal besser, mal schlechter. So, jetzt habe ich das. Es gibt hier zwei, drei schwere Sprünge. Und dann war's das auch. Also es gibt eigentlich nur zwei schwere Sprünge. Und wenn man die hinter sich hat, wenn man dann noch runterfällt, ist man echt talentiert. So. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt runtergefallen wäre, wäre ich echt talentiert. Aber ja, ich bin ja talentiert. Ah. Kommt halt nur drauf an, ob man gut talentiert ist oder schlecht talentiert. Oh, jetzt hätte ich mir, jetzt kann ich mir ja auch ein Feuerzeug machen, so wie in der letzten Folge, in der letzten Runde. Nicht. So. Wenn ihr das hier seht, wart ihr ja, habt ihr ja die erste Folge gesehen oder ihr skippt durch das Video. Es geht ja aber nicht. Was fällt euch ein, einfach durch das Video zu skippen? Das sind wertvolle Aufnahmen von mir für euch und die skippt man nicht einfach durch. Also, ich würde jetzt so lachen, wenn wirklich einer das Video durchskippen würde und genau an diese Stelle skippen würde und das hören würde.
Falls das so ist, könnt ihr das ja, kann der das ja bitte mal in die Kommentare schreiben. Nur schreiben, ja, ich war's. Oder ich bin so ein Kandidat. Das wäre einfach zu krass. Und es kann sein, dass ich dann gar nicht mehr weiß, wenn der reinschreibt, ja, ich war's, was der damit meint, weil das ist auch bei anderen Folgen von mir schon vorgekommen, die haben dann irgendwas drunter geschrieben, auf eine Frage von mir, einfach nur die Antwort. Und da habe ich so gedacht, hä, was will der jetzt von mir? Weil das Video dann schon fast ein Jahr her war oder so. Alleine wenn es schon ein paar Monate her ist, weiß ich nicht mehr, was ich da drin gesagt habe. Oder wenn es schon eine Woche her ist, weiß ich da teilweise gar nicht mehr, was ich hier alles drin gelabert habe. Und bei diesem Modul weiß ich nicht, was es darstellen soll. Das habe ich auch noch nie gepackt. Typisch, dass das jetzt wieder als Modul 5 kommt. Aber vielleicht packe ich es ja diesmal in der Aufnahme. Dann wäre das ja eine Premiere. Ich glaub's ja bald gar nicht, aber... So, soweit war ich auch schon. Und an der Kiste war ich auch schon. Aber jetzt versage ich. Oh, ich hab's gepackt. Locker. Und dieses Zaunmodul, das hält die meisten Spieler scheinbar doch nicht auf. Ich dachte gerade, die anderen beiden sind an diesem Modul. Ich habe schon wieder kein Steinschwert. Nein, ich hatte in der letzten Runde ein Steinschwert. Ich hätte noch zur Kiste kommen. Ich habe noch nicht mal ein gutes Schwert. Ah, dieser Sprung ist der widerlichste, den ich kenne. Von einem Zaun auf einen anderen Zaun, der direkt nebendran ist. So, zack. Ah, komm schon. Das habe ich schon so oft hinter mich gebracht, dieses Modul. Es braucht immer etwas Zeit. Oh, ich sag's doch. Sneaken ist was für die Katz. Ich sollte mir einen Katzenskin machen. Oh, das wäre eine coole Idee. Das könnte ich echt machen. Kann von euch einer einen Minecraft-Skin erstellen? Ich kann das nämlich nicht, weil wenn ich sowas mache, dann kommt sowas, was ich da anhab, raus. Das ist jetzt nicht so meine Traumvorstellung von einem Skin. So, ihr könnt ja mich hier unten meine Facecam als Vorlage benutzen und dann einfach einen Skin von mir machen. Das wäre so cool. Da würde ich euch so feiern und auch namentlich erwähnen. Ich glaube zwar, keiner hat die Lust und die Zeit dafür, aber ich würde es trotzdem so feiern. Ich habe natürlich keinen Helm bekommen. Super. Ah, guck mal, da ist einer. Dich hole ich mir. Okay. Hast du wenigstens noch deinen Anzug gewechselt? Das war ja die Hauptsache. Ich hasse Angeln. Angeln ist das Dümmste, was erfunden wurde. Ich kann es zwar einigermaßen. Hallo, der leckt. Vorhin hat er nicht so rumgeleckt. Also ich kann es eigentlich gar nicht, aber... Du hast auch keinen Hut. Okay. Den hole ich mir jetzt. Ha, ich hab ihn. Das war zwar mehr oder weniger Ausnutzen von Situationen. Und der wird auch definitiv nicht mehr in so eine Situation kommen. Aber ich hab ihn. Okay, ja, du hast ja nichts. So. Okay, hast du was für mich? 10 Äpfel. Und einen Hut. Dankeschön. Ah.
der erste Platz. Du kannst mich doch nicht einfach killen, du. Du hättest ruhig mir eine Chance lassen können. Und woher kommst du eigentlich? Dich habe ich ja noch gar nicht gesehen. Jetzt, ja, renn mir... Ah, hinterher. Ja, komm. Ich nutze wieder die Situation aus. Schlaues Spiel nennt man sowas. Aber ja, gut. Dann würde ich sagen, lasst eine Bewertung da, falls es euch gefallen hat. Ich habe keine Runde gewonnen. Das ist ein Rekord. Wow. 4 Folgen gespielt und keine gewonnen. Oder Alltag? Findet es heraus, wenn ihr meine Folgen schaut. Dann würde ich sagen, lasst eine Bewertung da. Habe ich schon mal gesagt, aber trotzdem nochmal. Und haut rein, habt einen nice Tag. Bis zum nächsten Mal. Cheerio! Whee!